Hallo ihr Quirlinge, Merit grüßt euch aus seiner Basis Quirland. Die Geister sind eifrig an der Arbeit und wir machen mal kurz einen Rundgang. Grundsätzlich möchte ich in der Episode ganz gern das nächste Gebiet betreten und die Erkundung starten. Das machen wir auch gleich. Zwei, drei Kleinigkeiten gibt es vorher aber noch zu erledigen. Ihr seht, die Geister sind emsig bei der Arbeit. Hier wird gerade das letzte Eisenerz verhüttet. Und hier seht ihr die Arbeit oder die Resultate der Arbeit der Geister und auch die von Merit. Da sind unsere Eisenvorräte. Wir haben auch noch ein bisschen Kupfer. Das ist Schwefel, das ist Schrott. Das ist Kupfer, aber auch noch einiges. Also im Moment an der Metallfront ist Ruhe. Hier hinten wird eifrig Kohle produziert. Der neue Ofen ist sehr viel besser als der alte. Der macht aus, ja, der macht aus weniger Rohmaterial in kürzerer Zeit mehr Kohle. So, dann hier ist der Webstuhl. Der hat einiges drin, was da gemacht werden muss. Da können sich die Geister demnächst drum kümmern. An der Mühle ist gerade nichts zu tun. Und hier hinten ist noch das Übliche mit dem Traubensaft. Genau. Außerdem habe ich da jetzt mal diese Brötchen hier reingezogen in die Schnellleiste. Und diese Fleischpastete eingelagert. Die hat ja beim Bosskampf gute Dienste geleistet. Da ist sie, deswegen möchte ich die jetzt nicht einfach so für irgendwas verbrauchen. Die wird hier gut gehütet. Und ja, hier macht Merit ein bisschen Käse, das ist neu. Hatten wir bisher nicht. Ich habe einen Stack Milch hier angesetzt, also 50 Milch zu 50 Käse. Käse macht Gesundheit und Stamina in 8 Sekunden, das ist recht viel, also im Sinne von wenig. Brot macht in 7 Sekunden 30 Gesundheit, das ist also wirklich was Ähnliches. Sehr gut. So, und was wollte ich mit euch machen? Genau. Wir haben zwei neue Sachen zu bauen in der Basis, habe ich gesehen. Das möchte ich gerne machen. Und dazu würde ich ganz gerne erstmal ein bisschen Platz schaffen. Wir haben hier den Wasserfilter, den wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil der Brunnen schon gefiltertes Wasser produziert. Deswegen täte ich den Wasserfilter ganz gerne mal jetzt irgendwo hinräumen, wo er mich stört, wenn ich dann irgendwann mein Häuschen bauen möchte. Aber im Moment ist es halt so. So, helft ihr mal, das Ding wegzuräumen. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht mehr, wer weiß. Aber jetzt haben wir es halt noch. So, und dann haben wir im Baumenü zwei neue Sachen. Zum einen eine, ja, eine Tischsäge. Sägemühle genannt, aber es ist eher so eine Tischsäge. Damit kann man Bretter machen, wahrscheinlich schneller und besser. Vielleicht auch zwei Bretter aus einem Stamm. Das ist sehr interessant. Ich habe zwar im Moment genug Bretter, glaube ich. Oh, das reicht eine Weile, aber oh, kann nicht schaden, die zu haben. Das andere, viel interessantere, ist aber hier der Schredder. Can be used to recycle items. Also ich habe jetzt auch einige Sachen, die ich gerne recyceln möchte. Und dann will ich mal schauen, wie dieser Schredder arbeitet. Das ist also das, was am ehesten zu tun ist. Also 20 Bretter, Kupferblech, 2 Eisenbarren und 10 Nägel. Die besorge ich mal gerade. Okay, im Inventar ist alles drin für diese beiden neuen Anlagen. Also, dann bauen wir erstmal den Schredder, weil der wichtigere ist. Da ist irgendwo so eine Kurbel, die ist... Ja, die machen wir vorne hin. Das bauen wir dorthin und... Ach komm, wir bauen es erstmal. Wir schauen mal zu, was hier passiert. Da ist erstmal die Verschalung. Und da kommt das Gerüst innen drin. Das ist ja so eine Holzkonstruktion, genau. So eine Art Werkbank. Ah, mit Metalltrichter. Und da ist das fiese Schredderwerk. Geister, da werdet ihr einmal durchgezogen, wenn er nicht spurt. Dann können wir da bestimmt gleich auch diese ganzen Schrottschwerter und Sachen reintun. Ah ja, da kommt der Antrieb. Keilriemen, ja, alles da. Und dann wird die Sache zugemacht und irgendwo gibt es bestimmt irgendeine Kiste, wo das ganze Zeug dran drin landet. Gell? So, was kann man dann ja machen? Disassemble. Ah, okay. Moment. Da machen wir... Nee, das machen wir... Ach komm, egal. Wir machen das jetzt. Wir haben hier
so ein paar Sachen, die habe ich extra aufgehoben. Hier, dieses Clown-Amulett brauchen wir nicht mehr. Kann weg. Diese Masken haben wir gefunden, die behalte ich mal. Hier, Merits altes Schwert, der Schild. Eisenhammer und Eisenmesser habe ich wahrscheinlich zu viel gemacht, aber vielleicht brauchen wir den noch an irgendeinem neuen Gerät. Das behalte ich also. Hier ist das. Ach, das hier ist meine Krabbelecke, da hat nichts System. So, diese Sachen könnten alle zerlegt werden. Wie geht das jetzt, wenn ich das da rein tue? Geht das? Disassemble. Ja. Dann kriege ich eine Klaue und ein Seil wieder raus. Aha. Beim Kupferschwert. Bekomme ich Kupferschrott und Lederteile. Hier wahrscheinlich was Ähnliches. Die Frage ist, ob ich auch einen ganzen Stack da reintun kann. Das checken wir gleich. Es ist gerade eh dunkel und im Moment gehe ich eh nicht durch das Tor. Das machen wir bei Tageslicht. Und Kohle ist gerade schon wieder fertig. Ja. So, und nimm das mal alles an dich. Sehr gut. Jetzt haben wir ja irgendwo diesen ganzen Schrott. Hier, wir haben 40 zerbrochene Schwerter. Kann ich die als Deck jetzt hier reintun? Und dann geht es wahrscheinlich nur... Ja, eins. Ja, okay. Weil dann halt Kupferschrott draus. Gut, das können dann die Geister machen. Das läuft. Ich interessiere mich jetzt gerade dafür, dass hier jemand mal bitte wieder Wasser holt. Und ich würde ganz gern diese Sägemühle bauen. Tja, ich habe keinen Platz. Muh. Ja. Ja, hier passt es ja vielleicht noch dran, wenn das irgendwie so das Format hat. Schauen wir mal. Sägemühle oder Tischsäge. Bild. Ach, Merit, jetzt stehst du da doof im Weg, ehrlich. Wie rum ist denn die? Tja, wie rum baut man die jetzt? Ich würde sagen, so rum. Wenn es nicht stimmt, dann können wir es ja umdrehen. So, genau. Bauen geht vor in der Priorität der Geisterarbeiten. Jetzt schauen wir uns an, was da passiert. Da wird wieder so ein Holztisch aufgebaut, zuallererst. Und es kann sein, dass da drin noch irgendwelche Werkzeuge, nee, eigentlich nicht. Die Säge hat halt einen Antrieb, welcher auch immer das hier ist. Und ja, das Sägeblatt, mehr ist da ja eigentlich nicht. So ein Hammer und ein Messer und was weiß ich was, dürfte dieses Teil nicht brauchen. Ah ja, guck mal, noch ein richtiges Zahnrad, richtiges Getriebe, wow. Und dann ist es gleich fertig. Juppeidi, sehr schön. Du machst... Ah, guck mal, der macht nämlich, oder dieses Teil macht aus einem Lock, aus einem Stamm, drei Bretter. Und hier, wo wir das auch machen könnten, machen wir halt 1:1 draus. Das ist schon ein gewaltiger Sprung nach vorn hier, was die Effizienz angeht. Und schneller ist es wahrscheinlich auch noch. Ja, also klar, es ist schneller. Es dauert 15 Sekunden. Und hier dauert es 7,7 Sekunden. Also, ja, in der doppelten Zeit hätten wir hier 2. Und hier haben wir in der doppelten Zeit quasi 3. Also sind wir jetzt 50. Ja, wir sind halt schneller. 50% schneller. Und wir haben den Vorteil, dass wir dann weniger Stämme verbrauchen. So. Hier passiert gerade nichts, aber das ist auch nicht verwunderlich. Wie sieht es hier bei dir aus? Deine Queue hat einen leeren Platz. Das freut mich sehr. Dann würde ich nämlich ganz gerne mal das da rein tun.
mit jeder Menge Kohle und dann schauen wir auch gleich zu einem Geheimnis, was ich entdeckt habe. So, das hier will ich gern so haben. Du machst Kohle. Dieser Ofen kann auch Kohle aus Steckern machen, aber das ist nicht das, was ich gerade will. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Kohle das jetzt wieder in diesem Hochofen braucht, mit diesem Kupferkram. Aber der Kupferschrott, den können wir nicht gebrauchen. Wir müssen das in Barren umschmelzen. Also Copper Ingot von dem, genau, 10 Stück Craft. So, das kommt raus, damit die Queue nicht überläuft. Okay, so, Bretter hatten wir nochmal irgendwo hergeholt. Kupferkram. Hier haben wir noch mehr Sachen, die wir zerlegen können, theoretisch. Ja. Okay, ich werde mal gerade das Inventar von Merit ausmisten und dann zeige ich euch was. Und da geht's weiter. Wir haben von unserem Geist Wanderer, dem Blauen, dem Älteren von beiden, den Hinweis bekommen, dass uns der magische Orb dabei helfen kann, hier am Gebiet der Greenfields weitere dieser Steintafeln zu finden. Und ich habe ja schon mal am Ende der letzten Episode angekündigt, dass ich das vielleicht in einer Art Beschleunigung mache, indem ich mit dem Orb rumlaufe. Das ist trotzdem recht mühsam, weil ich ja gar nicht wusste, was der Orb eigentlich macht, wenn wir irgendwo in der Nähe von irgendwas sind. Dann habe ich aber, als ich offcam Holzhacken war, tatsächlich durch Zufall eine Stelle gefunden, wo der Orb Alarm schlägt und die gucken wir uns jetzt näher an. Die ist nämlich in der Nähe der Altäre, wo wir sowieso gleich weitermachen. Und zwar bin ich hier in dem Gebiet, in dem ich jetzt bevorzugt Holz hacke, denn wenn man diese Nadelbäume umhackt, da hat das den Vorteil, die geben mehr Loks, also mehr Stämme als Äste und das ist das, was ich normalerweise brauche. Und dann war ich hier irgendwo unterwegs. Oh, Moment, erstmal eine Karte so hindrehen, wie es ungefähr ist, dass ich... Genau, so war das. Dann habe ich hier irgendwo was gefunden. Ich glaube, das war da. An der Stelle. Und Kohleschilder fertig. Wow, das geht echt schnell. Ich war hier so Holzhacken, habe mich jetzt hier durchgehackt, habe hier so eine Schneise geschlagen. Und dann hier an dieser Stelle, guck mal auf den Orb. Der Orb macht jetzt im Moment nichts. Wabert rum und funkelt. Aber hier auf diesem Weg... Seht ihr das? Jetzt pulsiert der. Ist mir durch Zufall aufgefallen. Das ist jetzt nicht super auffällig, ja? Also ich weiß nicht, ob man das durch Zufall feststellen kann, wenn man irgendwo langläuft und der Orb hinter einem herrennt. Ja. Aber hier scheint was zu sein. Der Orb ist hier irgendwie anders als woanders. Und deswegen denke ich, wir werden hier auf diesem Weg mal graben. Oder auch nicht. Wir können ja gar nicht graben. Eine Hacke? Ne, mit der Hacke können wir nichts machen. Können den Stein kaputt machen, aber an dem Stein ist ja nichts. Hier pulsiert er auch nicht mehr. Der scheint auch nicht schneller zu pulsieren irgendwo, oder? Der Rhythmus bleibt hier. Genauso wie hier. Oder? Nee, ich glaube, hier geht's, wird langsam schneller, hä? Oder? Ach, jetzt doof, Wolf! Nee, der pulsiert jetzt einen Ticken schneller, stimmt's? Ja. Auf jeden Fall. Okay, dann müssen wir noch an der richtigen Stelle noch irgendwie weitermachen. Wird auch lauter. Das ist auch rot.
Ja, Bär, komm nur. Okay, hier wird es weniger. Also da, wo es rot ist, müssen wir vielleicht einfach mal graben. Viecher, lasst es einfach sein. Oh, ich hab echt gerade keinen Bock drauf. Ah! Wenn's rot glüht, dann müssen wir schaufeln und dann finden wir was. Tablet, da haben wir's. Und damit ist der Orb wieder ruhig. Okay, so geht das. Ah ja. Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, was in diesem Tablet drin steht. Auf der anderen Seite wird es auch gerade hell. Und wenn es hell wird, möchte ich eigentlich ganz gern, dass wir losziehen in das nächste Gebiet, eben weil es hell wird. Deswegen verschieben wir das mit dem Lesen von dem Tablet mal auf die nächste Abendstunde. Wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich hin. Irgendwann werde ich die Tore der Alten wiederfinden. Kuckuck. So, hier. Insert Force of Nature Shard. Da geht dort das Türchen auf. Und da wir ja Magie beherrschen. Hör auf, Merit! Da wir ja Magie beherrschen, werden wir hier auch jetzt durchkommen. Was ist hier los? Wieso brennt das so? 35 Grad Celsius. Ausdauer. Oh. Da verbrennt mir die Ausdauer. Moment mal. Haben wir dafür was? Nicht wirklich, ja? Hitzeresistenz haben wir nicht. Wir haben nur Giftresistenz. Keine Ahnung. Merit, geh da durch. Es kann sein, dass wir gleich ein dickes Problem haben mit der Stamina. Denn die Hitze wird wohl durch das Tor kommen. Wo soll sie sonst herkommen? Okay. Es ist unfassbar heiß hier. Schaut euch die Stamina an. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Was mache ich denn, wenn es so heiß ist? Muss ich hier irgendwas finden, was mir dann hilft? Ich kann ja überhaupt nicht kämpfen. Ist das in dem Wasser jetzt nicht irgendwie besser? Nee. Hier ist es irgendwie ein Edelstein-Symbol. Aber weit weg, was soll man. Ein Edelstein scheint ist aus nichts, was mich irgendwie kühlt. Ich kann jetzt hier nicht kämpfen, das ist zu gefährlich. Lasst uns mal zurückgehen. Lasst uns mal schauen, was wir haben, was irgendwie was mit Kühlung zu tun haben kann. Das ist ja echt eine böse Überraschung. Brauchen wir vielleicht. Boah, ey, die Stamina, die ist ja. Boah, die brauchen wir zum Kämpfen. Es muss eine Möglichkeit geben, uns gegen die Hitze zu neutralisieren, denn die Stamina geht ja schon vom Kämpfen weg. Aber was ist es? Also, Skilltree. Wir haben hier Gesundheit, Stamina, wir haben hier Treffsicherheit, wir haben hier Crafting. Das ist Construction Speed, brauchen wir nicht. Das ist Blocken, Rennen, Critical Damage und Berserker. Und das ist unser Magic Orb. Das hier ist Dash. Dash towards the Cursor. Das hat damit nichts zu tun. Damit werden wir nicht hitzeresistent. Wir haben Giftresistenz. Da haben wir Magieresistenz. Das ist hier ein magischer Orb. Irgendwelche Geschichten. Ja. Und das war's. Also es gibt nicht den Skill. Das heißt, wir brauchen irgendein Ausrüstungsteil. Aber welches? Ja, irgendwas zu bauen kann nicht das Ziel sein. Oder brauchen wir irgendeine bestimmte Nahrung?
Man würde jetzt ja Richtung Kleidung gehen, stimmt's? Das wäre doch das Naheliegendste. Ja, wir haben ein... Ach Mensch, Geist, weißt du? Ich will mit dir nicht über dieses Tablett reden. Okay, wir reden mit ihm über dieses Tablett, also über dieses Steintafel. Sonst holt er uns ja nicht zurück. Also, ja, ich habe so eine Tafel gefunden, aber ich verstehe kein Wort. Es ist eine alte Sprache. Erlaube mir, sie zu übersetzen. Das ist jetzt 2 von 5. Lang und gedeihlich war der Götterherrschaft. Ihre Diener lebten in Frieden. Mit der Zeit verschwanden die Götter nach und nach. Und dadurch, dass sie den Stein berührt hatten, konnten die Tore nicht länger von Unwürdigen geöffnet werden. Als der letzte Gott verschwunden war, fehlt es den Leuten an Erleuchtung und sie trachteten nicht länger nach Frieden. Stattdessen sorgten sie für endlose Unordnung und Konflikt. Und dadurch begann eine dunkle Ära, welche seither das Land beherrscht. Das ist ungefähr dieser Text. So. I wonder what is set on the other tables. Ja, Tablets. Ja. Bleib bloß hier, ich hau dir eine hinter die Löffel. Get me out of here. Ich brauche eine Klimaanlage. Eine tragbare. Ganz schnell. Also im Moment bin ich komplett ahnungslos, wie das gehen soll, weil ich habe bisher nirgendwo zufällig mal was gesehen, was gegen Temperatur gut wäre. Puh. Hitze. Merit, wir müssen uns mal all deine Sachen anschauen. Irgendwo muss was dabei sein gegen Hitze. Vielleicht ja ein Zaubertrank. Hierzu. Wir gehen mal alles durch. Also am Feuer werden wir nichts gegen Hitze finden. Das wäre widersinnig. Eine Speise gegen Hitze ist mir nicht bekannt. Habe ich auch nicht gesehen. Glaube ich nicht dran. Am Alchemietisch können wir Salz herstellen. Nee, können wir nicht. Nee, können wir doch aus Seewasser. Also man könnte da reinrennen und sich ein bisschen Wasser holen. Seewasser. So. Wachstumselixier, Kleber. Was ist das hier? Irgendwelcher Perlenstaub brauchen wir nicht. Irgendwas entdecken? Tailory Level 2. Also wenn wir da hinrennen in dieses Gebiet und dort einmal ein Palmenblatt ernten, irgendwie, dann könnten wir Tailoring Level 2 erkunden. Das geht. Bamboo Processing ging auch. Was können wir denn mit Tailoring Level 2 machen? Palmengeschichten, also Palmenkleidung, Palmenblattkleidung. Ah, das macht dann Hitzeschutz. Wir müssen in Palmenzeug rumlaufen. Das heißt, wir müssen erstmal Tailory Level 2 entwickeln. Ich glaube, das ist das Ziel. Und dafür müssen wir jetzt einmal ein Palmenblatt holen. Oder noch mehr Palmenblätter, wenn möglich. Und das ist unser erstes Ziel. Also. Wir hatten hier diesen Wasserfilter hingeräumt. Oh. Alles Anfänger. Halt! Wasser. Du gehst wieder an den Brunnen, Freundchen. Okay, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ich nehme an, wir haben auch rund um dieses Tor jetzt auch nicht unbedingt das Riesenproblem mit Gegnern.
Also, ich habe jetzt mal die Axt in die Hand genommen und jetzt versuchen wir da so schnell wie möglich durchzulaufen. Um mit so viel wie möglich Stamina dort noch aktiv zu werden und irgendwelche Palmenblätter zu hacken. Du bist eine Palme, du musst eine Palme sein. Und du bist auch eine Palme. Oder? Was bist du? Das ist nur Kokosnuss, das kann nicht wahr sein. Haben wir jetzt? Oder ein Palmenblatt, okay. Bambus haben wir auch gleich noch. Oh, das ist echt total ätzend. Schaffen wir den noch, Merit? Wir brauchen ein paar Palmenblätter, um daraus auch was zu machen, weißt du? Kommen da Blätter raus? Ne, nur Kokosnüsse. Das ist doof. Oh, da ist ein kleines Vieh. Ich habe gar nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. So. Palmenblattausbeute war jetzt schon irgendwie überschaubar. Na, immerhin 3. Und 5 Bambus. Oh, das wird jetzt schwierig. Also, du Freundchen. Hier, get me out of here. Kannst mal gerne mitkommen und mich mit dem Hauch des Grabes kühlen, lieber Geist. Ja, das Spiel stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen. Immer wenn man glaubt, jetzt habe ich alles im Griff, dann bumm, kommt der nächste Tiefschlag. Die nächste unerwartete Wendung der Ereignisse. Haben wir eigentlich irgendwas an, was Hitze noch verbessert? Also Hitzeschaden noch vergrößert? Nö. Wäre mir aufgefallen. Also dann, ich muss jetzt erstmal Schneiderhandwerk Level 2 erreichen. Dazu brauche ich 5 Tinte und eine Feder. Und das mache ich mal gerade. So, ich habe alles. Aber das ist kostenintensiv. Wir brauchen jetzt nämlich tatsächlich 5-mal Tinte, um was zu erkunden. Ich habe jetzt gleich 10 Tinte hergestellt, damit wir sowohl Schneidern Level 2 als auch Bambusverarbeitung lernen können. Und ja, in diesen 10 Tinte, die wir ja haben, stecken 40 Klauen drin. Das ist kein Problem, da hatten wir genug. Aber auch 30 Hühnereier. Wow, hatte ich auch genug, aber ja, viele Hühnereier sind jetzt nicht mehr übrig. Egal, wir machen jetzt die Entdeckung unseres Lebens. Schneidern Level 2. Und dann auch gleich die Bambusverarbeitung. Und schauen dann mal, was wir damit dann am Schneidertisch machen können. Bambusverarbeitung führt wahrscheinlich zur Herstellung von Papyrus. Also Schneider Level 2 und Bambusverarbeitung auch gleich noch. Ja, und der Regen, den wir hier haben, den könnten wir da drüben gebrauchen, in dem anderen Gebiet. Dann wäre es da vielleicht ein bisschen kühler. Okay. Ja, was nun? Schneidertisch. Hm? Wir können uns Sandalen machen. Das klingt nach kühl, aber macht uns nur schneller. Das hier ist wohl das Richtige. Wir brauchen Leder, Palmenblätter. Palmenblätter sind das Problem. Hosen. Heat Protection 1. Und hier Islander Coat. Light Shirt. Heat Protection 2. Ah, aber dieses Islander-Zeug, das hat halt noch Armor, also Rüstungslast, und das leichte Hemd hier hat gar nichts. Die ist schlechter, also das Islander-Zeug ist schlechter als das, was wir haben, aber nicht viel. Und Merit wird auf alle Fälle das nehmen, was ihm am meisten Rüstung gibt.
Wir könnten jetzt dieses leichte Zeug machen, ne? Eisen verarbeiten, aber das leichte Zeug brauche ich ja nur so lange, um dort in diesem Gebiet zu sein, um genug Palmenblätter zu farmen. Und das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Dieses leichte Zeug werde ich danach nicht wieder anziehen. Na gut, dann machen wir Folgendes. Merit kehrt wieder zurück an den Ort des Geschehens und wir werden versuchen, reinzurennen und dort Palmenblätter zu farmen. Irgendwie. Muss gehen, bis wir uns das erste Teil schneidern können. Frage, können wir mit dem Kokosnusskram jetzt noch hier irgendwas Neues machen? Wir können Zucker herstellen. Kokosnuss selber scheint erstmal... Ach, das kann man auch essen. Direkt. Stamina. Nee, der Traubensaft muss es reißen. Ihr habt genug zu tun, hoffe ich. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Ah, das ist gerade fertig geworden. Gut. Dann lasst mich euch gerade noch was Neues geben. Der Kram kann durchgeschreddert werden. Die sind beide gerade fertig geworden. Ich dachte, ich renne jetzt los und dann werden sie fertig mit ihrem Kram. Ne? Das habt ihr euch aber auch nur so gedacht. Da sind weitere Kupferbarren, die ich hier irgendwo einsortieren kann. Und ich möchte euch ganz gern nochmal den Hochofen voller Kupferschrott tun. Dazu brauchen wir jede Menge Kohle und hier der Kohleofen darf auch nochmal loslegen. Also, wir haben zwei Palmenblätter. Wir brauchen 8 mindestens für das erste Teil. Kupferingot. Jetzt 6 Stück immerhin. Na toll. Das war weniger, als ich dachte. So, Bohnen nicht vergessen, liebe Geister, ja? Wenn ich hier einmal am Landwirtschaften bin, dann geht das Wasser weg. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. In rauestmöglichen Mengen. So, jetzt tue ich hier alles rein, was ich da nicht haben will. Nur die neuen Sachen behalte ich mal im Inventar. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie Palmenblätter hacken. Merit, dann schwindet deine Rüstungsklasse. Also deine Rüstungsmenge. Das mag ich bei dir ja gar nicht haben. Aber gut, schnell. Komm hier, schnell. Geh da rein. Es ist warm, ich weiß. Ich weiß. Und da ist diese böse Krabbe. Dieses bösartige Tier. Hoffentlich finden wir schnell viele Palmenblätter. Viele, viele, viele. Ey! Oh nee, komm. Geh weg, du Scheißkrebs! Ich hab grad echt überhaupt keine Stamina für solche blödsinnigen Aktionen übrig. Ah, hier. Das sind die richtigen Pflanzen. Hier kommen die Palmenblätter raus. Okay, das kriegen wir hin. Da können wir ganz viel Zeug machen. Vielleicht haben wir am Ende dann doch nicht alles, was wir brauchen, aber doch fast das meiste. Das war ein komischer Satz. Ich wollte damit sagen, vielleicht haben wir am Ende nicht genug Palmenblätter, um alles zu schneidern. Einen ganzen Satz von diesem Zeug, aber 27. Ja, komm, einer geht noch. Komm, Merit. Halte durch, Hase. Da geht noch einer, komm. Ich weiß, dass du... Okay, nee, das wird jetzt nichts mehr. Na gut, das soll's sein. Achso, hier. Talk. Get me out of here. Jetzt können wir... Na, jetzt müssen wir gucken, was wir schneidern können. Wir brauchen so viel wie möglich von diesem Set. Wir müssen jetzt schauen... Wo ist der Beitrag des einzelnen Palmenblatts zu einem Hitzeresistenzpunkt am besten? Aber damit habe ich echt nicht gerechnet mit sowas. Ich meine, hier haben wir 25 Grad. Gut, 35 und 25 ist schon ein Unterschied, aber dass das so reinhaut, wow. Nun gut. Ihr habt zu tun. Oh, Wasser ist schon wieder voll.
Hier ist bitte jemand am Arbeiten. Gut. Ich kann ja nicht mehr durchlaufen. Das ist der Nachteil dieser komischen Säge hier. Also, wir sind am Schneidertisch. Und müssen ein bisschen rechnen. Islander Boots. Braucht 8 und hat Heat Protection 1. Das heißt, mit einem Palmenblatt mache ich 0,125 Heat Protection. Hier brauche ich 10 und Heat Protection 1. Hier ist es also noch weniger, also Boots sind erstmal besser. Code 15, Heat Protection 1. Da sind die Boots auch besser. Also es ist genau, Boots sind besser als Pants, sind besser als Coats. Islander Gloves brauchen 8, haben 1. Das ist genau das gleiche wie die Boots. Islander Head auch. Also erstmal Gloves, Boots und Head. Das sind die Sachen, die wir machen müssen. 3x 18, 24. Das geht. Kriegen wir hin. Jetzt sorge ich mal dafür, dass wir genug Leder und Stoff und ganzem Kram hier haben. Und dann kann die Schneiderei beginnen. Ich habe 100 Garn hergestellt und 25 eiserne Schnallen. Und wir machen uns, wie gerade ausgerechnet, zuerst die Islander Boots, die Insulaner Stiefel, Craft. Und danach kommen dran die Insulaner Handschuhe. Und dann lasse ich das mal durchlaufen. Ja, und dann auch noch den Hut hinterher. Und mehr können wir da nicht machen, weil wir nur noch 8 Palmenblätter haben. Aber gleich werden wir mit 3 Hitzepunkten versuchen, weitere Palmenblätter zu schlagen. Und da habe ich sie. Okay. Jetzt würde ich hier noch ein bisschen Garn ansetzen, weil das irgendwie immer Mangelware ist bei mir. So, das kann irgendeiner der Geister gleich mal machen. Beziehungsweise ich sag das lieber mal. Nein, falscher Tisch. Hier. Trauben kannst du später ausbessern. So. Merit, dann. Ja. Zieh das an. Naja. Die Schuhe sind vorn offen. Und die Handschuhe und der Hut sind mit Gras gepolstert. Oder vielmehr mit Palmenblättern. Okay, dann. Hier ist so meine Grabbelecke. Würde ich ganz gern hier irgendwo mal die Ledersachen reintun. Damit die nicht verloren gehen. Den Schneiderkram, den können wir gerade behalten. Wir wollen jetzt nur schnell neue Palmenblätter schlagen. Achso, und was könnt ihr bei Gelegenheit auch nochmal neu auffüllen hier? Geisters. Und wir machen die zweite Expedition. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir müssten jetzt ja eigentlich schon besser mit der Hitze zurechtkommen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann den Status erreichen, dass Stamina von sich aus nicht mehr sinkt. Das wäre ziemlich wichtig. Die sinkt immer noch sehr schnell. Scheiße. Oh, lass mich in Ruhe, du Scheißvieh! Oh, jetzt rennt das auch noch weg. Wo kann ich denn hier was schlagen? Hier war doch meine Ecke, oder? Genau. Da sind aber nicht mehr viele da. Die großen Palmen, das bringt's ja nicht. Ich brauche irgendwie die kleinen. Ich habe keine Stamina mehr! Und da ist der nächste Krebs! Und er hat mich natürlich... Er hat mich und wie er mich hat. Ich hasse diese Zone hier. Oh Mann, und zurück, ey. Oh, das war ja eine tolle Ausbeute. Wie viel haben wir denn? 12. 12 reicht nicht, das weiß ich jetzt ganz genau. Okay, Merit bleibt hier stehen und schlurft Traubensaft, um wieder zu Kräften zu kommen. Und dann Abmarsch zurück in diese scheiß Hitzezone. Also, angesichts der Tatsache, dass wir mit Brust der Insulaner und Hose der Insulaner nur noch 2 weitere Hitzepunkte... Oh, ich dreh durch.
nur noch zwei weitere Hitzepunkte uns holen können, ist das hier echt alles relativ wenig. Oh, lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Viecher. Wo stehen denn diese guten Palmen? Okay, das war natürlich ein riesengroßer Fehler. Die schmeißen mit irgendwas nach mir. Das sind Affen. Ich dreh durch. Okay, Affenarsch, das bringt ja nichts. Also, ich habe da oben jetzt keine weitere dieser tollen Palmen gesehen. Wow. Wie ich da zurechtkommen soll, weiß ich noch nicht. Ich finde, es ist immer noch sehr, sehr schnell, wie der Stamina-Balken sinkt. Und mit zwei Hitzepunkten mehr ist das dann nicht mehr der Fall. Da mache ich ja echt mal ein Fragezeichen dahinter. Aber ich weiß es auch nicht, was ich sonst noch tun sollte, außer jetzt da reingehen und dieses Palmenzeug schlagen. Also wir brauchen erstmal die Brustrüstung und die Hose. So, einen Saft noch und dann sind wir voll hier wieder. Okay. Hau die Affen um, Merit, das wird nicht anders möglich sein. Die nerven dich jetzt nur. Schaden machst du ja guten, aber die Stamina, die ist halt total im Eimer. Oh, jetzt dieses Viehzeug, das reißt auch noch aus. Okay, wir haben neue Fleischquellen. Freunde, das wird nichts mit euch und mir hier. Wisst ihr das? Da kommt der nächste Akrokrebs. Hör auf, nach mir zu werfen, du Scheißaffe. Oh, hier habe ich Spaß, das sehe ich schon. Kommen hier bitte Peinertäter raus. Ja, eins. Komm, jetzt ist 15, dann habe ich das nächste Teil, glaube ich. Aber ich fürchte, das wird nichts mehr. Du musst was essen. Ja, 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 ja. Und wieder zurück. Affen und Krebse machen mir das Leben zur Hölle. Also wieder hier an den Straßenrand setzen und Traubensaft schlürfen. Ich glaube, ich brauche 15, ne? Also die großen Palmen, die bringen nichts. Die lassen nur ab und zu mal so ein Blatt fallen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt durch die Gegend renne und diese kleinen Palmen wieder suche, dann pull ich den nächsten Affenstamm und das nächste Krebsgehege. Am Ende habe ich dann nichts gewonnen, fürchte ich. Ich will jetzt mit diesen großen Palmen versuchen, noch so viel Zeug zu holen, dass ich halt auf 15 Palmenblätter komme. Danach muss ich Traubensaft nachtanken und natürlich auch dann das nächste Teil mir schneidern. Ja. Einen Versuch können wir jetzt noch wagen und dann ist es schon wieder aus. Okay. Axt, jawohl, und schnell rein. Da ist der nächste Akrokrebs. So kommen die denn alle her? Nein, falsch. Merit, denk doch mal mit. Lasst Blätter fallen, bitte, bitte, bitte. Lasst Blätter fallen, ihr Doofpalmen. Eins. Cobblestones. So,
Das Ding kriegen wir vielleicht noch. Macht das Stamina? Nee, macht's nicht. Tja, Merit. 17 Blätter, das muss reichen. Geist. Get me out of here. Ja, Traubensaft wird jetzt wieder wichtig. Ich habe jetzt mal gerade irgendwie einen 50er Stack Traubensaft verballert. Einfach mal so. Ich habe zwar noch einiges an Reserve, aber wenn diese Verbrauchsgeschwindigkeit beibehalten wird, dann sehe ich das schwarz. Es kann auch sein, es wäre aber komisch, dass wenn ich halt an der Brust Hitzeresistenz 1 habe, dass das mehr ausmacht, als wenn ich Hitzeresistenz 1 am Kopf habe. Und vielleicht ist das deswegen jetzt so ein geringer Effekt gewesen. Ich hoffe schwer, dass das so ist. Also, was brauchen wir denn, um... Oh, ihr habt da nichts zu... Ah, ihr habt echt ihr Geister. Ihr sollt Wasser holen. Denkt doch mal mit. Schneidertisch. Okay. Also, Brustrüstung. 15, das reicht gerade so. Ich brauche 8 Leder, die habe ich noch. Und dann machen wir uns das Brustteil. Falsch. So, und das kann da rein. Dann bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt mit der Brustrüstung dann einen deutlichen Unterschied merken. Wenn wir die Hosen uns noch machen wollen, brauche ich nochmal 10 dieser Palmenblätter. Okay. Also 8 noch. Boah, wer konnte jeweils ahnen, dass Palmenblätter so wichtig werden? Das ist zu glauben. Mal schauen, wie der Ritt gleich aussieht. Wie ein Waldschrat. Stell dich um. Oder die andere Variante, es fällt mir gerade erst ein. Ich bin ein Depp. Wisst ihr, was ich für ein Depp bin? Mir fällt gerade ein, dass es ja vielleicht sinnvoll ist, da nachts hinzulaufen in dieser Gegend. Ne? Könnt ja helfen. Nachts dürfte es da nicht so heiß sein. Super. Schön, dass ich auch drauf komme. Besser spät als nie, ja? Na gut, wir haben jetzt fast alle Teile. Aber die Stamina geht noch gar nicht. Na Leute, macht doch hier mal weiter. Was ist denn euer Problem? Es gibt noch so viel zu schreddern. Das kann jemand machen. Und hier oben hole ich mir frischen Saft aus der Traubenpresse. Ja, guck mal. Dann nehmen wir genau diesen 50er Stack, der jetzt gleich fertig wird, und setzen nochmal ein neues an, damit hier weiter gepresst wird. Und es wird auch gerade Abend. Ich sehe jetzt ein bisschen Land. Das wird wohl das Geheimnis sein, was wir da haben. Vielleicht muss man da immer nachts hingehen. Das kann auch schon sein. Und tagsüber ist es halt kacke. Okay, jetzt will ich aber dran denken, hier neue Trauben auszupressen. Keine Ahnung, wie viel man dafür braucht. 50, go. Ah ja, das 150 Trauben brauchst du dafür, wow. Also das ist noch ein 50er Stack, noch 2 und ein halber. Mhm. Wobei, ich habe hier noch ein bisschen was. Oh, ihr habt da noch, alles gut. Wir haben gut gehaushaltet, Merit, alles in allem. Da geht das hin. Das Fleisch würde ich dann ablegen und die Lederrüstung. So groß ist der Unterschied der Rüstungsklasse ja nicht. Aber schlürft die eine zwischendurch. Dann lagern wir noch das Affenfleisch hier ein. So. Und dann können wir es doch fast schon wieder wagen. Hm? Jetzt wird es ja dunkel. Das erwarte ich, dass es besser ist. Achso, Kohle nochmal ansetzen. Oder habe ich das nicht gerade gemacht? Ja, habe ich gemacht. Käse wäre auch fertig, nur mal so. Jetzt werden wir das da rocken, Merit. Genau jetzt. Immer noch 35 Grad. Was ist denn das für eine Klimazone?
kann nicht dein Ernst sein, Spiel. Es muss doch jetzt hier mal weniger werden. Ah gut, 32,8. Es wird tatsächlich weniger. Ist mir aber erstmal egal. Ich will hier Pfeile und Blätter. Ganz viele. Ich hack jetzt hier alles um. Wobei sich das nicht lohnt. Es lohnt sich nicht. Nein, ich hack das hier nicht um. Das ist die letzte Palme, die ich hier umhacke. Diese Palmen lassen einfach viel zu wenige dieser Blätter fallen. 4. Ich muss nochmal solche anderen kleinen Palmen finden. Und jetzt kann ich ja auch in Ruhe kämpfen, gell? Jetzt ist es auch dunkel und kalt genug, dass wir nicht mehr Stamina verlieren permanent. Oh! Ach, wisst ihr was, ihr Scheißaffen? Ich schmeiß zurück. Aber rechnet die Affen nicht, dass ich was zurückwerfe, was auch noch so gut ist. Hier ist echt was los. Bomben! Das waren Blindgänger. Also, dieses Ausreißen dieser Gegner ist natürlich extrem nervig, ja. Alle völlig ehrlos. Wenn ich sie mal erwische, dann geht's ja gut. Aber sie zu erwischen ist halt das Problem. Okay, Moment. Was ist denn da? Wieso ist denn das immer so ein Blindgänger? Hallo? So will ich das haben. Huh. Du noch, komm. Angeberkrebs. So ist jetzt hier Ruhe. Ah, da sind die Palme, die ich suche. Palmenblätter incoming. Ja, aber tagsüber können wir immer noch nicht hingehen, richtig? Wir müssen uns darauf zurückziehen, hier nachts zu bleiben. Durch den Magic Orb ist es ja auch relativ hell jetzt. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht einfach wieder jetzt auf meine normale Lederrüstung umstelle und sage, ich bin hier halt nachts. Weil nachts, wobei nachts sind immer noch 31 Grad. Wow. 7. Oh, ey, ihr Scheißaffen. Ich dreh durch. Huh. Die Krebse lassen überhaupt nichts Sinnvolles fallen. Das sind also 1-Liter-Krebse, die haben so eine Muschelschale, die sie sich gekapert haben. Aber das scheint alles überhaupt nicht wichtig. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass wir da diesen Edelstein auf der Karte haben. Aber im Moment ist das nicht wichtig für mich. Der ist auch viel zu... Oh, guck mal. Ah, vergiss es. Irgendwann machen wir den, ja, wenn wir hier weiter erkundet haben. In dieser Lagune. Ich versuche zu überlegen, ob ich jetzt noch weitere Palmenblätter brauche. Na, vielleicht ja doch. Wir machen jetzt hier in der Episode noch so lange, bis es wieder hell und warm wird. Dann kehre ich zurück zur Basis. Dann mache ich Merit ein neues Höschen. Dann werde ich auch erstmal wieder ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Stichwort ja, Nahrungsmittel
Bomben. Aber auch Traubensaft. Und das will ich halt in größeren Mengen da haben, wenn ich jetzt hier weitermache. Ist ja doch recht ungemütlich hier. Hm? Krebsfleisch. Was für ein Luxus. Stiften das Aas. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, schließlich, der fast zurück. Man sollte das natürlich nicht ins Wasser werfen. Total logisch. Ach so, das ist. Merit würfelt eine Bombe nach der anderen. Das ist echt ganz gefährlich. Das habe ich auch noch nicht festgestellt, als wir in der Mine waren und zum ersten Mal Bomben geworfen haben. Aber es ist wirklich so: Merit haut dann eine Granate nach der anderen raus. Aufs gleiche Ziel. Und das ist nicht das, was er machen soll. Affe, warum ersäufst du nicht? Das sind normale Felsen. Hier ist irgendwo auch das Wasser zu tief. Ich muss mal gucken, wo hier eigentlich der Kappenrand ist. Wie gut, dass hier kein Respawn ist. Wow. Wir laufen mal am Kartenrand lang. Irgendwo ist das Wasser dann zu tief. Ey, Krebs, wirst du aufhören, hier zu blocken, wie ein Weltmeister. Wenn hier einer blockt, dann bin ich das. Siehst du? Wie viele Punkte geben die eigentlich? Wir haben jetzt... Ach, das ist noch weit hin bis zur 13.000. Besondere Steine und Felsen gibt es hier nicht, weder Kupfer noch Eisen. Das gab es bisher nur im Canyon. Nachts fällt die Temperatur nicht unter 31 Grad. Bäume hier sind neu. Die sollten wir vielleicht auch mal umhacken. Mal gucken, was da rauskommt. Diese Mangrovenbäume, wahrscheinlich nur Holz und Stöcker. Genau. Ja. Dann lassen wir das. Können wir hier am Wasser langlaufen? Ah, nur bedingt. Okay, also haben wir so eine Landzunge hier. Und das Gebiet ist sehr groß. Da werden wir vermutlich eine ganze Reihe von Erkundungsepisoden haben. Ah, ich glaube, ich lasse Merit einfach mit diesem Islander-Kram hier weitermachen. Es gehört ja irgendwie dazu hier zum Lokalkolorit. Und so viel schlechter ist die Rüstung, glaube ich, nicht. Bei irgendeinem Bosskampf überlege ich es mir vielleicht nochmal. Merit, das war nicht gut gezielt. Ah,
Im Moment, die Krebs machen nicht wirklich viel Schaden bei mir. Und die Affen, die sind ein One-Hit-Wonder. Ihr Doofkrebse, nehmt euch doch mal ein Beispiel an diesen kleinen Krabben, die hier rumkrabbeln. Die sind da auch friedlich. Huh? Doofkrebs. Einmal schlürfen, einmal Brot. Oh, es wird hell. Jetzt wird es ja wieder richtig, richtig, richtig heiß. Nun gut, wir haben was geschafft. Oh je. Ah, das ist Wasser. 7 und 6. Und jetzt wird's heiß. Ja, nee, wir sollten jetzt gehen. Wir sollten gehen. Es war schön mit euch, aber ich glaube, ich gehe dann doch jetzt lieber. Und da hat der Affe tatsächlich so viel Glück, dass mir da die Bombe zu einem Blindgänger wird. Passiert viel zu häufig. So, Merit, du kannst schon nicht mehr. Komm, Geist. Get me out of here. Jetzt. Jetzt! Was? Das ging nicht, weil ich am Kämpfen bin, oder was? Geist? Get me out of here. Danke. Ja, gerade wenn ich am Kämpfen bin, ist es wichtig, mich da rauszuholen. Oh. Okay, ihr Gewehrlinge, ich schneide Merit noch die Palmenblatthosen. Das müsst ihr nicht unbedingt mitverfolgen. Und sorge für ein bisschen Landwirtschaft. Insbesondere würde ich die Salpeter- und die Schwefelproduktion nochmal anleiern. Beziehungsweise, nee, ich mache jetzt nur off-camera ein bisschen was, bis es wieder Nacht ist. Denn wir müssen die Nacht echt nutzen, um dieses Gebiet zu erkunden und zu schauen, was da an neuen Ressourcen und an Rätseln und an Aufgaben auf uns wartet. Vielleicht gibt es ja auch eine Art Höhle, wo es wieder ein bisschen ruhiger zugeht. Und ja, dann geht es am Abend dieses verregneten Tages weiter für euch am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!